Moin moin, guten Tag und hallole zu Folge Nummer 8 der Tempelstadt. Ich habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet, die ihr noch nicht sehen könnt, denn wir sind hier im untersten Keller von dem ersten Geschäftshaus, wo wir beim letzten Mal gebaut haben. Und ich habe mir gedacht, dass wir hier vielleicht unseren ersten, ja, einfachen Geheimgang oder Geheimraum dann halt eben mal bauen. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Methoden. Sicherlich kennt ihr dann halt eben auch noch die einen oder anderen. Und ich habe mir halt eben gedacht, heute mal die Variante mit den sogenannten Schalkerboxen dann halt eben zu machen. Denn wenn wir die dann auch mehrfach dann halt eben verteilen, halt eben im Raum, dann wird man auch nicht so schnell auf die Idee kommen, dass halt eben hinter einer Schalkerbox ein Geheimgang halt eben stecken könnte. Ich möchte euch das jetzt mal zeigen, was ich hier mal vorbereitet habe. Ich habe jetzt hier einfach nur einen wirklich sehr kleinen Raum einfach mal hier ausgehoben. Hier habe ich mir gedacht, dass wir dann halt eben hier den Zugang dann halt eben machen und dass wir dann, oh halt nein, das war eins daneben, hier sollte der Zugang, genau, weil wenn wir, ups, jetzt ist er gerade falsch rum, Moment, das muss ich natürlich schon richtig rum hinsetzen, so, und jetzt den Block hier weg, genau, weil ich weiß nicht, ob ihr es halt eben schon vorher wusstet oder kennengelernt habt oder wie auch immer, aber man kann durch die geöffnete Schalkerbox dann halt eben durchfallen. Und wenn wir dann halt eben zwei Blöcke drüber Platz haben, dass wir uns hinstellen können, so rum wird ein Satz draus, und oben drüber ein solider Block ist, oder in unserem Fall eine Treppe und wir uns ganz in die Ecke reinstellen, dann werden wir durch das Öffnen der Box nicht nach oben gedrückt, sondern in die Box rein und somit dann halt eben unten durch. Ne? Ich drücke mich hier gerade explizit in die Ecke rein, mach auf und schwupp, schon bin ich halt eben drin. Und machen wir das Fenster wieder zu, ist die Schalkerbox halt eben auch wieder geschlossen und keiner kommt auf die Idee, dass man da vielleicht, ja, durchfallen könnte. Und man kann ja auch die Schalkerbox halt eben auch ganz normal so verwenden und da dann halt eben irgendwelche Sachen dann halt eben einlagern. Also das ist dann halt eben überhaupt kein Problem. Problem wäre es eher, wenn dann halt eben jemand die Box abbauen würde, aber sowas macht man ja hier nicht. Das ist ja hier ein Lagerraum und die Lager, die Leute, die Ladenbesitzer, so rum, wissen ja halt eben, diese Box darf auf gar keinen Fall dann halt eben bewegt werden. Also von dem her ist es dann eigentlich schon eine relativ sichere Sache. Und mit dem Rückweg, da müssen wir uns dann halt eben im Endeffekt dann mit Redstone-Technik dann halt eben ein bisschen, jo, behelfen. Aber ich denke, das wäre ja dann halt eben das kleinere Problem. So, den Zugang haben wir halt eben schon gemacht. Jetzt müssten wir halt eben nur noch den, ja, Ausgang dann halt eben noch kreieren. Da hätte ich jetzt halt eben gesagt, machen wir das vielleicht hier auf dieser Seite. Da kommt jetzt sicherlich Wasser rein. Jupp, ich ahnte es. Gut, war ich doch nicht ganz so gut vorbereitet. Komm, und gegen den Strom schwimmen. So. Weil dann brauchen wir hier noch kurz ein paar Blöcke, dann halt eben, wo es dann halt eben trocken ist. Wir können das ja dann halt eben später ja dann halt eben noch komplett verkleiden, damit es dann halt eben auch so von außen überhaupt nicht mehr sichtbar ist. Aber dazu dann halt eben erstmal später mehr, denn wir wollen jetzt erstmal den Geheimgang mal fertig bauen. So, die zwei können wir jetzt rausmachen. Sehr gut. Weil dann haben wir jetzt hier ein bisschen Platz.
denn wir müssen, jetzt muss ich gerade mal selber kurz überlegen, nee, theoretisch müsste man noch eins weiter nach hinten gehen, aber dann müssen wir die hier kurz wegmachen, müssen wir es noch ein bisschen halt eben erweitern, machen wir zur Sicherheit es gleich halt eben mal so. Ja gut, okay, oder eigentlich könnte man es ja gleich hier bis ganz nach vorne ziehen. Also auf diesen einen Block kommt es dann halt eben auch nicht mehr drauf an. So, und rein mit uns. Hallo. Nicht zu fette Füße oder was? So, und machen wir hier wieder zu, genau. Dann können wir das hier kurz trocken legen und dann müsste, genau. Dann funktioniert das ja hier soweit. Denn wir brauchen jetzt dann halt eben klebrige Kolben. Die Treppe hauen wir mal weg, weil da hatte ich zuerst ein bisschen was anderes halt eben probiert, aber das funktionierte leider nicht. So, dann machen wir, jetzt bin ich halt eben gerade echt am Überlegen, kriegen wir das dann halt eben noch schön versteckt, wenn wir, doch, ja, könnten wir, glaube ich, weil wenn wir die Kolben so hin platzieren, dann sind die ja im ausgefahrenen Zustand, gehen die ja dann halt eben da etwas raus, obwohl es ja eigentlich schon fast ein bisschen besser wäre, wenn, oder wir machen es halt eben ganz anders, wir machen das dann halt eben, dass die dann halt eben so rum sind. Müsste ja theoretisch ja auch funktionieren, genau. Denn hier sind die Blöcke, das heißt, hier müssten dann halt eben die Kolben hin. Die Steine hier oben drauf. Genau, ja, dann müssten wir hier freilassen, genau. Und dann müssen wir jetzt, Moment mal, wie war das nochmal? Moment, zuerst mal Redstone-Fackel und ein Block drüber. Einen Knopf brauchen wir auch gleich. So, machen wir das so. Und Nummer 1 und Nummer 2, genau. Dann wäre das jetzt ja zu. Und wenn wir jetzt hier mit einem Knopf oder mit einer Druckplatte rangehen. Ein Knopf ist, glaube ich, geschickter. Machen wir das halt eben so. Nee, Moment mal. Das ist jetzt halt eben doch falsch. Moment mal. Wie war das nochmal? Mit Redstone. Nein. Ach, jetzt weiß ich wieder. Block so ran und Knopf so. Nein, auch nicht. Och, muss ich jetzt hier wirklich rumexperimentieren oder was? Ach, meine Güte, jetzt oder war es doch mit der Druckplatte, aber eigentlich müsste es ja doch eigentlich auch so gehen. Dass dann halt eben die Redstone-Fackel dann halt eben ausgeht, wenn man wenn wir durchgehen wollen. Oder habe ich da jetzt irgendetwas komplett durcheinander gebracht? Ach, je. Hirn. Ich habe doch gerade eben noch die verschiedensten Videos angeguckt. Nein, so geht jetzt halt eben nur der untere rein. Und wenn wir das jetzt so machen, dann geht auch nur der untere wegen dem. Okay, dann müssen wir es vielleicht halt eben doch wieder andersrum machen. Ah, das ist jetzt echt ärgerlich, dass ich das jetzt gerade nicht mehr so auswendig aus dem Kopf halt eben raus habe.
Okay. Ich glaube, das müssen wir dann halt eben, also den Ausgang müssen wir doch wieder beim nächsten Mal dann halt eben vielleicht machen. Oder ich experimentiere jetzt einfach halt eben noch ein bisschen blöd durch die Gegend rum. Aber das wäre halt eben auch nicht im Sinne des Betrachters. Im Sinne des Betrachters, ja. Oh, ich gut Deutsch, meine Güte. Im Auge des Betrachters, dass wir jetzt hier einfach wild rum experimentieren. Oder machen wir einen Zugang von unten? Nee, das bringt ja dann hätte ich mir auch nichts. Können wir da jetzt halt eben auch irgendwie durchspringen oder so? Nee, geht ja glaube ich auch nicht. Oder wir machen halt eben die allereinfachste Variante. Wobei, es wäre ja auch ein bisschen unlogisch, wenn dann jetzt halt eben auf einmal Teppichboden im Lager wäre, nehme ich mal an. Ich probiere jetzt einfach mal hier das mal aus. Hier ist er noch frei, genau. Zack, zack. Und wenn wir da jetzt Teppich drauf machen, dann kommen wir hier nach unten? Nein, aber wir kommen vielleicht von unten durch. Nein, shit. Das funktioniert auch nicht. Also man kann nicht durch den Teppich halt eben durchgleiten. Das ist blöd. Das geht, glaube ich, halt eben nur mit Schnee. Aber das wäre dann halt eben wieder was anderes. Außer wir machen jetzt halt eben hier ein Kühllager dann halt eben rein, ne? Oder wir behaupten einfach, der Schnee ist jetzt weißer Teppich. Das ginge natürlich auch. Aber das sieht ja dann halt eben nicht aus wie Teppich, ne? Das ist halt eben das Blöde. Die haben ja eine ganz andere Textur und da sieht man ja die Knubbel an der Seite drumherum und der ist auch ein bisschen höher oder flacher. Ich würde am liebsten halt eben schon das mit dieser Kolbentechnik halt eben machen. Oder wir machen es halt eben so, ich pausiere kurz das Video, ich mache mich nochmal schlau und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und es war so einfach. Es war so einfach. Ich habe einfach nur einen kleinen doofen Fehler gemacht, weil ich habe doch vorhin die Fackel so hingestellt. Dabei muss ich sie an einem Block dran platzieren. Ein Block oben drüber. Die Kolben kommen dann gleich hier davor. Und dann muss ich halt eben einen Knopf hier an diesen Block anbringen. Können wir jetzt oben oder an der Seite machen. Und wenn man drauf drückt, dann geht die Fackel aus und somit dann halt eben der Geheimgang auf. Das Wichtige ist jetzt halt eben wohl nur, dass man nicht hier vorne rangeht, weil ich glaube, dann wird der untere Kolben halt eben mit Energie halt eben versorgt. Aber obendrauf oder hier an der Seite kann man das dann halt eben machen. Und ich glaube, das war jetzt halt eben wirklich das ganze Geheimnis halt eben vom Ganzen. Probieren wir es aus. Ja, das war es eigentlich schon. Und wir können dann noch halt eben hier unseren normalen Ausgang dann halt eben machen. Und wenn wir jetzt dann hier alles zubauen, dann haben wir hier über den Schalker unseren Zugang. Und ja, hier dann unseren Gang wieder nach oben. Moment nochmal, da müssen wir jetzt dann halt eben hier uns ein bisschen halt eben durchbuddeln, aber das macht ja halt eben nichts. Dann erweitern wir das Ganze jetzt einfach hier um diese zwei Blöcke halt eben noch. Und dann haben wir unseren Zugang dann halt eben endlich geschaffen. Hey, hey, hey. Geht doch. Endlich. Endlich. Oh, warum nicht gleich so? So. Dann ziehen wir das jetzt halt eben noch falls durch. Und hallo, komm, rein mit dir.
Ah, geht doch. So, und zumachen und das Wasser trocknen. Da kommt noch ein bisschen was. Hier ist noch, aber jetzt dürfte es... Na, was? Jetzt aber. So. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, dann können wir im Endeffekt hier so unsere Treppe nach oben bauen. Machen wir das hier so, genau. Treppenstufen. Haben wir nicht irgendwo die Treppenstufen gehabt? Ne, wohl gerade nicht mehr im Angebot. Dann nehmen wir das hier so. Und eins, nein, eins, zwei, drei. So, dann sind wir hier. Und dann kommen wir hier auch ohne Probleme schnell wieder raus. Perfekt. Zack, unser erster Geheimgang funktioniert. Oder Geheimraum. Also das ist jetzt wirklich sehr minimalistisch und da könnte man dann halt eben hier auch noch entweder wirklich eine zweite Kelleretage halt eben dran machen oder eine dritte in diesem Sinne, halt eben einen geheimen Keller. Oder man kann hier halt eben auch einen geheimen Zugang machen, dann halt eben zur späteren unterirdischen Welt oder ja, was auch immer. Also da haben wir hier Möglichkeiten ohne Ende und wahrscheinlich haben wir jetzt gerade auch einen fahrenden Händler hier in die Nähe bekommen. Hört sich zumindest danach an. Schauen wir mal kurz nach dem. Genau, da taucht er ja schon auf. Na, brauchst du Nachschub an Zaubertränken? Ja. Guten Tag. Nee, die braucht man jetzt aber nicht, aber ich war trotzdem neugierig, was er so im Angebot hat. So, jetzt habe ich hierfür aber halt eben deutlich mehr Zeit gebraucht, als ich eigentlich halt eben vorhatte. Denn ich habe ja noch ein kleines Versprechen dann halt eben einzulösen, beziehungsweise etwas, was ich halt eben in Zukunft ja dann halt eben öfters dann halt eben machen möchte. Und zwar halt eben die Fragen zum Fandom dann halt eben beantworten. Ich habe mir jetzt halt eben auch drei Stück dann halt eben mal rausgesucht, beziehungsweise die drei Stück, die halt eben noch nicht beantwortet wurden. Und da kann man jetzt halt eben auch kurzfristig, Knoten in der Zunge, da kam mir jetzt auch kurzfristig der Gedanke, dass ich dann halt eben vielleicht auch solche Sachen wie jetzt halt eben die Stadtmauer halt eben flicken und mit Zinnen besetzen, dass ich sowas halt eben in einer Speedaufnahme dann halt eben mache und dann die Fragen halt eben beantworte, aber ja, ich glaube, das würde ich halt eben eher so mit Ausnahmefällen dann halt eben eher so oder in Ausnahmefällen dann halt eben eher so machen oder halt eben umsetzen. Deswegen hatte ich jetzt gesagt, mache ich jetzt hier irgendwie ein Fenster halt eben noch rein, so wie ich es jetzt halt eben glaube, wie man es nebenbei vielleicht machen könnte und würde dann mich halt eben mehr um die Fragen jetzt halt eben kümmern, also zumindest jetzt mal um drei Stück halt eben und ja, oder vielleicht halt eben auch nur zwei Stück, weil die Zeit ist ein bisschen vorangeschritten, aber ja. Nett lang schnacken, Kopf in den Nacken oder so ähnlich heißt es doch, oder? Also, dann, Miss Randia hat halt eben mal wieder fleißig Fragen gestellt. Also in der Zwischenzeit sind es jetzt halt eben auch mehr als nur diese drei Fragen. Aber ich habe jetzt mal die drei ältesten Fragen, könnte man sagen, jetzt mal mir vors Auge halt eben mal geführt. Und da ist dann die erste Frage, wie werden die Menschen angeführt? Also Politik, Demokratie etc. Und da habe ich mir ein, ja, man könnte schon fast sagen, System halt eben einfallen lassen, bei dem
es dann halt eben ja nicht wirklich eine Demokratie halt eben gibt. Also die ja, Oberhäupter, die werden jetzt halt eben nicht explizit gewählt. Aber es kann jeder trotzdem mitsprechen bei der entsprechenden Politik. Denn es ist wie so eine Art Ratssitzung. Es heißt halt eben ja auch Rat der fünf Tempel. Und daher ist es dann eigentlich nur logisch, dass es dann halt eben einen Rat halt eben geben wird. Das werde ich dann halt eben auch in den Büchern dann halt eben auch noch dann halt eben genauer beschreiben, wie es dann halt eben ja dazu kommen wird, kommen soll, kommen darf, wie man es auch mal formulieren mag. Aber ist im Endeffekt halt eben so, dass es eine Mischung halt eben ist aus klassischen Regierungen und Demokratie Elementen, könnte man halt eben sagen, und hinzu dann halt eben noch das Element von wegen wie Einladung zu einem Geschworenengericht, dass man dann halt eben wie ein Geschworener dann halt eben ist, als im Endeffekt ein Ratsmitglied auf eine gewisse Zeit hinweg. Also im Endeffekt nur für eine Mondphase, also einen Monat. Das klingt jetzt halt eben nach recht kurzer Zeit, aber in diesem einen Monat hat man dann halt eben, ja, komplette Befehlsgewalt, könnte man halt eben sagen, zusammen mit den festen Ratsmitgliedern, könnte man jetzt halt eben sagen, denn es wird halt eben so sein, dass es dann halt eben ja, die temporären Ratsmitglieder geben wird und dann halt eben noch welche, die halt eben die ganze Zeit halt eben, also dauerhafte Ratsmitglieder, wird es dann halt eben auch geben. Und diese dauerhaften sind dann der sogenannte innere Rat, aber dazu kommt dann halt eben natürlich auch noch ja, der, naja, man sagt jetzt halt eben nicht explizit äußere Rat halt eben dazu, aber halt eben dann die bürgerlichen Ratsmitglieder, könnte man jetzt halt eben sagen. Bürgerlich hört sich jetzt halt eben auch wieder ein bisschen blöd an, aber ihr werdet es dann halt eben später dann halt eben, ja, ein bisschen besser erkennen oder verstehen, was ich halt eben damit meine. Denn ich habe da halt eben auch ein, ja, Titelsystem, könnte man halt eben sagen, ja, zusammengeschrieben, zusammen, ja, ja, geschrieben heißt ja, passt ja eigentlich schon fast. Und deswegen, ja, ist es jetzt halt eben auch so ein bisschen blöd kryptisch beschrieben mit bürgerlichen dann halt eben. Aber diese Ratsmitglieder, die haben dann halt eben bestimmte Privilegien, aber natürlich halt eben auch Pflichten halt eben gegenüber dem Rat. Und jeder wird dazu aufgerufen. Und in diesen Ratsmitgliedern, da wird halt eben der Durchschnitt der Gesellschaft dann halt eben auch ja, angeschaut oder halt eben auch besprochen, könnte man halt eben sagen, oder wird zu Wort kommen gelassen, so rum wird es dann, glaube ich, ein bisschen besser formuliert. Also da ist dann halt eben dann vom 0815 Wald- und Wiesenzauberer, der im Endeffekt die ganze Zeit halt eben nur unterwegs ist, wird halt eben dann dazu gezwungen, halt eben auch im Rat ansässig zu sein für diesen einen Monat, also diese 4 Wochen, eine Mondphase eben, und muss diese Pflicht halt eben erfüllen, genauso wie jetzt halt eben auch dem theoretisch halt eben
Obdachlose oder halt eben auch die Adlige, jetzt nicht in diesem Sinne, aber halt eben auch die hoch angesehenen Geschäftsleute oder Persönlichkeiten. Also da wird jeder, wird mindestens einmal in seinem Leben zum Ratsmitglied berufen werden. Und das wird dann halt eben auch mit Hilfe der Magie dann halt eben auch gesteuert und geprüft, dass da halt eben wirklich keiner halt eben ausgelassen wird und halt eben auch keiner zu kurz kommt, keine Gruppierung dann halt eben zu stark bevorzugt und so weiter, also dass immer ein Gleichgewicht herrscht und dass dann halt eben zu den 10 festen Mitgliedern des inneren Rates kommen dann halt eben noch 10 weitere mit dazu, dass dann im Endeffekt ein 20-köpfiger Rat besteht. Und der beschließt dann halt eben über die verschiedensten Gesetzesentwürfe und Regelungen, Bürgertitel und so weiter und so fort. Und da werden dann halt eben wirklich, ja, wird die Politik halt eben gemacht. Und innerhalb von diesem Rat gilt dann halt eben das demokratische Verfahren, als im Endeffekt, es muss eine Mehrheit erzielt werden. Das heißt, wenn sich jetzt halt eben nur der innere Rat halt eben zusammentut und die dann halt eben 10 Stimmen für etwas sind, aber halt eben die 10 Ratsmitglieder, die dann halt eben zu Gast halt eben da sind, sind halt eben komplett dagegen, dann wird keine Einigkeit erzielt und es kann halt eben nicht umgesetzt werden. Demokratie halt eben, ne? Es muss halt eben abgestimmt werden. Also keiner hat halt eben die komplette Befehlsgewalt über den anderen. Und dann gibt es halt eben auch noch die Besonderheiten in diesem Sinne, also dass man dann halt eben, wenn jetzt halt eben wirklich neue Grundgesetze beschlossen werden in diesem Sinne, dass dann halt eben auch es wirklich eine Dreiviertelmehrheit geben muss, also dass halt eben von den 20 Leuten müssen mindestens 15 Leute halt eben dafür sein. So, jetzt stehe ich hier einfach halt eben nur blöde rum, statt halt eben noch irgendetwas zu machen, aber ich war jetzt gerade einfach so in Rage geredet. Ja, also, das halt eben, die Mischung halt eben aus, ja, Ratssitzung und Demokratie, könnte man sagen. Und jeder, der halt eben in den Rat einberufen wird, hat dann halt eben auch die Möglichkeit, dann halt eben neue, ja, Änderungen, Gesetzesentwürfe und ja, ähnliches, was halt eben alles irgendwie dazugehört, dann halt eben vorzubringen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel halt eben weiß, gut, okay, ich habe jetzt meine Ausbildung halt eben abgeschlossen und ich möchte unbedingt das und das dann halt eben umsetzen, wenn ich dann halt eben im Rat bin, dann kann man ja schon halt eben seine, ja, Konzepte erarbeiten und mit diesen Konzepten, die dann halt eben dem Rat vorlegen. Und dann muss darüber ja dann halt eben abgestimmt werden. Und wenn man es halt eben nicht schafft, während seiner eigenen, ja, Regierungsphase das dann halt eben umzusetzen, dann bleibt das so lange offen, bis da halt eben wirklich eine Abstimmung drüber beschlossen wurde. Also das wird dann im Endeffekt halt eben mitgenommen in den nächsten Monat, in die nächste Regierungsperiode, könnte man sagen. Jo, ja, nur mal so, jetzt habe ich mich ein bisschen arg in Rage geredet und ein bisschen arg zu viel auf diese eine Frage eingegangen. Also ihr merkt, da steckt dann halt eben schon ein bisschen mehr halt eben dahinter. Und hat man da halt eben auch schon den ein oder anderen Gedanken halt eben drüber gemacht. Aber ja, wie gesagt, es gibt halt eben sehr, sehr viel halt eben da halt eben noch
zu machen und zum Umsetzen. Und daher, ja, könnte ich dann halt eben wahrscheinlich halt eben stundenlang halt eben drüber reden. Also, wenn ich halt eben irgendwie so eine Knallkopfaktion machen würde mit einem ewig langen Livestream oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich könnte euch da die ganze Zeit halt eben die Ohren halt eben zutexten, halt eben mit den verschiedensten Sachen, die es dann halt eben ja, zu machen und zu tun gibt oder halt eben auch zu beschreiben gibt in dieser netten kleinen Welt, die ich dann halt eben ja, bisher zusammengeschrieben habe. Und das war jetzt halt eben gerade nur eine einzige Frage. Ich würde jetzt halt eben noch auf eine Frage halt eben eingehen. Das geht dann halt eben auch relativ kurz. Also da wird es dann wirklich eine kurze Antwort geben. Und die nächste Frage würde ich dann halt eben einfach fürs nächste Mal dann halt eben aufheben und da halt eben mitnehmen. Die zweite Frage, die halt eben kam, ist: Kann man diese Verbindung zu einem Element künstlich erschaffen? Er bezieht sich halt eben darauf, dass ich halt eben gesagt habe, dass es eine, ja, Elementweihe gibt in diesem Sinne und dass jeder halt eben ja, eine Präferenz halt eben hat zu einem bestimmten Element und dass man dann im Endeffekt eine, ja, mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit oder mit etwas besserer Geschicklichkeit könnte man dann zum Beispiel halt eben Feuerzauber halt eben wirken, als ein Beispiel jetzt halt eben. Und das gleiche gilt halt eben auch für die anderen Elemente halt eben, Feuer, Wasser, Erde, Luft, und wenn man halt eben der super Superman ist, könnte man sagen, dann hat man halt eben die Magie als Element dann halt eben drin. Das ist dann ja, ja, Multitalent in diesem Sinne. Man kann es nicht künstlich erschaffen. Das hat nämlich halt eben ein bisschen halt eben was mit angeborenen Fähigkeiten halt eben zu tun. Da könnte ich jetzt halt eben auch wieder eine halbe Ewigkeit drüber reden, aber um es jetzt mal grob auf einen Punkt zu bringen: Es hat halt eben mit angeborenen Fähigkeiten zu tun und die kann man nicht einfach halt eben so künstlich erschaffen. Daher ist dies halt eben nicht möglich, aber nur weil man jetzt halt eben eine, ja, Präferenz halt eben dazu hat, zum Beispiel besser halt eben mit Feuerzaubern halt eben umgehen zu können, muss das ja halt eben nicht bedeuten, dass man halt eben nur Feuerzauber wirken kann. Es ist halt eben einfach nur so, dass es halt eben einem leichter von der Hand geht. Ist ja einer, der jetzt, wie soll man es am besten beschreiben, wenn jetzt halt eben einer einen Lichtzauber dann halt eben erschaffen möchte, also mit Feuer halt eben, also eine Fackel entzünden, dann braucht halt eben ein, sagen wir jetzt mal, normaler Zauberer, halt eben jetzt, sagen wir mal, halt eben eine Sekunde dafür, um halt eben diesen Feuerzauber halt eben zu erschaffen. Und einer, der halt eben dem Feuer geweiht ist, der braucht dann halt eben eine, ja, vielleicht halt eben halbe Sekunde halt eben dafür. Das hört sich jetzt halt eben dramatisch an, von wegen, oh, der braucht nur die Hälfte der Zeit. Aber das muss man jetzt halt eben auch in Relation sehen. Das ist halt eben für einen normal ausgebildeten Zauberer, ist halt eben so ein Feuerzauber zu wirken, so ähnlich wie für uns auf einen Lichtschalter halt eben zu drücken. Ja, daher, ja, das ist jetzt im Endeffekt halt eben nichts Großes in diesem Sinne. Und eigentlich wäre es halt eben ein bisschen anders halt eben von den Zeitverhältnissen her, aber ich wollte jetzt mal so ein bisschen besseres Beispiel halt eben dafür bringen mit einer Sekunde und einer halben Sekunde.
Wohl bemerkt, wenn sie halt eben die gleichen magische Kraftstärke haben, um es jetzt mal noch ganz explizit zu sagen. Weil wenn sich das halt eben etwas ändern würde, also wenn jetzt halt eben einer halt eben ein bisschen stärker ist, dann tut sich die Zauberzeit ja natürlich halt eben auch dann halt eben wieder etwas verkürzen, logischerweise. Also von dem her, ja, das muss man halt eben immer darauf mit in Betracht ziehen. Es geht nur drum, dass halt eben wirklich die auch gleich stark sind. So, jetzt haben wir hier jetzt auch mal die Tür mal reingemacht, dass dann wenigstens noch ein kleines bisschen Fortschritt halt eben hier passiert ist. Und ja, ich würde jetzt halt eben mal sagen, lassen wir mal das Geschäftshaus erstmal kurzfristig halt eben mal so stehen. Und fürs nächste Mal würde ich dann halt eben vielleicht schon eine Speed-Folge halt eben machen, wo ich dann halt eben auch die ganzen anderen Fragen, die dann halt eben aufgekommen sind, beantworten werde, dass wir da halt eben wirklich auch hinterherkommen, weil bei einer Speed-Folge kann ich dann halt eben auch ein bisschen mehr mit der Länge halt eben spielen, und ja, halt eben auch sehen, wie schnell kriege ich halt eben eure Fragen halt eben beantwortet. Gut, dann würde ich jetzt mal, bevor die Überlänge noch ein bisschen zu weit drüber hinausgeht, euch mal einen schönen Tag wünschen. Macht das Beste draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.